Herzlich willkommen zurück bei Castlevania Lords of Shadows 2. Wir sind in Camillas Versteck und ich bin mal gespannt, was sich dazu tragen wird. Auf jeden Fall ist es jetzt ziemlich unordentlich. Sie hat nicht aufgeräumt, wenn ich komme. Wäre ich jetzt in Dark Souls, würde ich sagen, hey, da ist eine Nebelwand, da kommt ein Boss, aber... My Lord. Carmilla. This must be a dream. And if you were never to wake again, would it matter? I destroyed you a long time ago. But that wasn't you. All those years ago. I am yours now. Do with me what you will. And your weakness will be my strength. Bitch! You'll never leave here, my prince. Ah, na super, dieses komische, die blutpumpige Döns hat uns natürlich jetzt gelingt. Camillas verdorbenes Blut ist in dir. Seine Macht wird wachsen, wenn du verwundet wirst. Du wirst ihr Sklave, wenn es vollständig Besitz von dir ergreift. Das bedeutet, desto mehr Schaden ich nehme, desto mehr bin ich ihre Schlampe oder was? Camilla, Gabriels umfangreiche Verwandlung hat die Erinnerung an Camilla wieder wachgerufen und die Träume zurückkehren lassen, die die attraktive Verführerin in ihm erweckt hat. Doch die Absichten der Femme Fatale haben sich nicht verändert und lenken die Handlungen des Kriegers weiter auf dem Weg zur Verdammnis. Seit jeher ist sie von dem leidenschaftlichen Verlangen besessen, die Ewigkeit gemeinsam mit ihren Prinzen zu verbringen, sodass schließlich ihr süßes Blut davon vergiftet wurde. In einem verdorbenen Spiel versucht sie, sein Urteilsvermögen zu mindern, indem sie ihn schlägt, bis sein Wille gebrochen und er der älteste aller Versuchungen ausgeliefert ist. Zu ihrem Pech gehört das Herz, das sie zu erobern sucht, seit vielen Jahrhunderten einer anderen Frau. Ich gehöre jetzt dir. Du kannst mit mir anstellen, was du willst. Das sind Worte, die hört man hier, ne? Lass mich dein Glückstück sein. So, irgendwie. Ah, immer die Zwerge. Weg mit deinem Schild! Bam! Nachdem ich die Hüfte gebrochen habe, dann weiß ich es auch nicht. Blutiges Skelett. Die Seelen der Skelettkrieger, gegen die Gabriel in der Vergangenheit kämpfte, haben ihre Körper in der materiellen Welt zurückgelassen. Vom Zauber des Puppenmachers befreit, sind ihre Knochen ein verlockendes Ziel für das verfluchte Blut geworden, das sie einnimmt und lenkt, als wären es Marionetten.
Ihre in Plasma gehüllten, fleischlosen Körper tragen ihre verrosteten Waffen, um erneut auf ihren Fürsten loszugehen. Kein anderer Gedanke bleibt in ihren leeren Schädeln haften, als der Drang, Dracula aus ihrem Herrschaftsbereich zu vertreiben. Man kann nichts zur Bekämpfung der Flüssigkeit tun, außer sie mit Schlägen aufzulösen oder sie einzufrieren und in tausende Splitter zu zerschlagen. Nett! Das sind so aufbauende Worte irgendwie. Ja, das sucht sich jetzt jeweils immer so einen neuen Leichenhaufen. Ah, das wollte ich jetzt anders machen. Kennst du schon meine flammenden Fäuste, mein Freund? Fühlt sich gut an, oder? Ja, das haben schon viele gesagt, dass ich das gut kann. Na, wo läufst du jetzt? Nix mehr da, ne? Blöd. Hier hast du ein bisschen Eis. Rot? Ja, hoffe ich. Oh Gabriel. Are you real? Or just a dream too? I am here. What power is behind this? You're standing here. As if 1,000 years had not passed since the last time I saw you alive. And our son, hidden deep inside you. I had to protect him from you, Gabriel. They knew. They told me what you were going to become. I had no choice. And did they tell you of your own death at my hands? Did they tell you what would happen to our child? Did they? Did they tell you that blood would fight against blood for all eternity? You were deceived, Marie. Tell me, is this God's reward for the devoted and the foolish? You are no fool, Gabriel. I am no longer Gabriel, woman. I am the dragon, Dracul. I am the Prince of Darkness. I am, and will be, forever a thorn in his side. That is my vengeance. I know who you are. And I know you want this to be over. But this suffering had to happen. And it will come to an end soon, my love. I have been sent back to help you. You cannot help me. You're not here. You're not real. I am as real as the blood of that witch that is poisoning you as we speak. Ah, oh, this castle and its inhabitants fear that you will leave this place forever. They will stop at nothing to keep you here. Your power keeps them alive. I know. This place has been my home for many centuries. Now, all I want to do is escape. I've seen our son here. This is no place for a boy. It's no place for you either, Gabriel. It never has been. It's time for you to go.
It's time for you to return to us. To your family. Now you must drink my blood. It will help fight Carmilla's spell. Remember, I am always with you. Wir brauchen eindeutig mehr solche Zwischensequenzen und weniger doofes Rumgelaufen, wo nichts passiert, oder? Also die Zwischensequenzen sind top, wenn es um Story geht. Und auch der Voice Actor von Gabriel ist top, also... Hätte ich jetzt die Hände frei, würde ich applaudieren. Ganz ehrlich. Nimm die Laterne aus meinem Gesicht. You're not going anywhere, my prince. Hast du eine Ahnung, was ich alles kann? Jetzt pass mal auf. Was haben wir denn? Marie. Die Geschichte von Marie handelt von weit mehr als Mut und bedingungsloser Treue. Als der Spiegel Gabriels Schicksal offenbarte, war sie gezwungen, die schwierigsten Entscheidungen zu treffen, mit der eine Mutter konfrontiert sein kann. Sie übergab ihren Sohn der Bruderschaft des Lichts, verbarg seine Existenz vor ihrem eigenen Mann und opferte ihr Leben zum Wohl der Menschheit. Obwohl sie schon lange tot ist, bleibt die Erinnerung an sie in Dracula lebendig, wo sie die Emotionen des Mannes weckt, der er einst war. Sie lenkt seine Handlungen in Richtung des Lichts und erinnert ihn daran, dass das Ende seiner Erblinie nahe ist. Denk dran, ich bin immer bei dir. Now that we're together, my happiness is complete. Kannst du denn, to get you. Dass ich mich von dem Licht verstecken muss? You're mine now. Aha. Okay, wenn sie mich erwischt, dann kommen einfach nur Gegner. Ich dachte, das wäre so Instant-Death-Szenario. Steh auf, ich will dann... Ganz brutal in der Ecke ausgesogen. Jawoll. So, wie sich das gehört. Für einen Vampir von Welt, ne? Ja, was Marie gesagt hat mit dem Sohn von Gabriel, wissen wir jetzt nicht, weil das ist in Castlevania Mirrors of Fate passiert. Dem 3DS-Ableger, was er jetzt auf Steam released wurde. I'm getting tired of chasing you. Ach, sie kehrt das wieder um. Also ich muss alle drei aktivieren, bevor sie da hinkommt, okay? I'm starting to get bored. Wirklich? Nervt dich das, dass ich mich verstecke? Kann das sein? Warte mal, ist es vielleicht intelligenter, die zu aktivieren, die am weitesten weg sind? Enough of playing hide and seek!
Where are you, my prince? Ich stehe genau hinter dir. Der ist überhaupt nicht gecheckt. I could. You're finished. Ah, das lenkt sie gar nicht ab, so wie ich gehofft hätte. Ich dachte eigentlich, sie wäre jetzt konfus und ich kann vorbeilaufen. Au, 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 au. Hört hier auf, ihr kleinen Schlawiner? Ja? Muss das sein? Ihr habt doch gar keine Chance gegen den wahren Dracula. Das müsst ihr doch endlich mal einsehen. You didn't think you'd beat me, did you? Moment, habe ich jetzt... Ja, ich habe zwei... Hä? Links und in der Mitte? Was? I can't see you, but I know you are here. I can smell you. Naja, was du alles riechen kannst, ist schon interessant. Jetzt macht sie das wieder weg. Ich will echt nichts sagen, aber die Tussi nervt schon langsam. My blood runs through your veins. Ja, ja, ja. I am in you and you are in me. Hört sich überhaupt nicht pervers an, was du hier sagst, oder? Ah, oh, du bist in mir. Ich bin in dir. Alright! I've run out of patience. Oh, oh. I know you're near. Jetzt hat sie einfach darüber gebeamt. Hä? Sind das vier? This is your place, my prince. Beside me. Das sind vier. Ach, da ist das letzte. Ich wollte gerade sagen, ich sehe das letzte nicht. Das war einfach. Richtig einfach. Wir wissen doch sowieso, dass Dracula immer in seinem Schloss bleibt, oder? Und dass er alle paar hunderttausend Jahre wieder zurückkommt, das wissen wir auch. Oder tausend Jahre, was es sind. Wissen wir doch auch von den alten Castlevanias. Warum machen wir so ein Geheimnis drüber? Oh, schöne Statue. Ich sehe ein Upgrade. Das hätte ich gern, aber wie komme ich da hin? Sieht aus, als käme ich da von der anderen Seite hin. Hm. Aber liebe Leute, wie es weitergeht mit Gabriel, Marie und der guten Camilla, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania Lords of Shadows 2. Bleibt wundervoll, bleibt sexy, ich bin der Zarkon, stay tuned and so long.